Heute zeige ich euch, wie diese schöne und edle Wohndekoration entsteht. Ich habe hier Tapeten der Firma P&S International verwendet. Ihr könnt euch natürlich für Tapeten eurer Wahl entscheiden. Für ein Gefäß und den Kerzenhalter benötigt man folgende Materialien. Eine Tapete mit einer Länge von 3 Metern. Dann eine Metalldose mit einer Höhe von 18 cm und einem Durchmesser von 12,5 cm. Eine Heißklebepistole, ein Holzstab, der einen Durchmesser von 1 cm hat und eine Mindestlänge von 18 cm. Einen Tintenstift, eine Schere, ein Lineal, Glitzerperlen mit einem Durchmesser von 5 mm, diese sind selbstklebend. Dann schneide ich mir schon folgende Schablonen aus einem schwarzen Tonkarton. Und zwar ein Streifen mit einer Länge von 36 x 7 cm. Das ist für das Gefäß. Diese beiden Vorlagen sind für den Kerzenhalter. Das ist einmal eine Schablone mit einem Maß von 8 x 7 cm und ein Kreis von 5,5 cm. Das Metallgefäß habe ich mit Röllchen beklebt. Die müssen alle einzeln gedreht werden. Davon brauche ich ca. 31 Stück. Das Einzelröllchen sieht folgendermaßen aus. Jetzt zeige ich euch gleich, wie die gewickelt werden. Mit Hilfe der Schablone übertrage ich nun 31 Streifen auf die Rückseite der Tapete. Dann schneide ich die einzelnen Streifen aus. Die sehen folgendermaßen aus. Diese Streifen knicke ich mittig und klebe sie mit dem Heißkleber oder mit einem Alleskleber zusammen. Das Röllchen wird nun folgendermaßen geformt. Ich lege den Holzstab auf das Papier, auf die lange Seite und wickel es auf. Stramm. Ganz stramm aufwickeln. So, dann trage ich Klebstoff auf diese offene Seite noch und drücke es vorsichtig auf die Tapete. So. Dann ziehe ich anschließend den Holzstab heraus. Und mein Röllchen ist fertig. Damit die helle Farbe nicht durchscheint, klebe ich noch eine Tapete rundherum. Die Tapete hat ein Maß von 18 x 45 cm. Zum Kleben lege ich mal das noch hin. Ich bestreiche den Rest noch mit Heißkleber. Dann rolle ich die Dose darüber und drücke die Tapete an. Beim Herstellen der Röllchen wurde die Tapete mittig gefaltet und dann gerollt. Das Röllchen wird nun so an der Dose befestigt, dass die Knickkante, das ist diese hier, nach oben zeigt und die Klebekante des Röllchens auf der Dose liegt. So, dafür trage ich jetzt Heißkleber auf diese Naht und drücke das Röllchen an die Dose. So, das mache ich mit dem nächsten Röllchen genauso. Nehme es und drücke es nah an das andere Röllchen ran. So klebe ich nun alle Röllchen nacheinander auf. Nachdem ich die Dose mit den Röllchen beklebt habe, habe ich einige selbstklebende Glitzersteine aufgesetzt. Das sieht sehr hübsch aus. Falls ihr das Gefäß jedoch als Blumenvase benutzen wollt, prüft ihr bitte vorher, ob es wasserdicht ist. Ansonsten stellt ihr ein wasserdichtes Gefäß
einfach in die Dose hinein. Wie für die Dose benötige ich für den Kerzenständer auch kleine Röllchen. Dazu übertrage ich die Schablone 13 Mal direkt hintereinander auf die Rückseite der Tapete. Von der 8 cm breiten Seite schlage ich nun 1 cm ein und klebe diesen Streifen fest. Das habe ich hier schon mal gemacht. So, dann legt man den Streifen zur Seite und legt mit dem Stab, legt den Stab da so drauf und rollt wieder straff das Röllchen auf. Das wird mit einem Heißkleber verschlossen. So. Die Knickkante des Papiers ist nachher auch die Außenseite des Kerzenständers. So, es wird jetzt noch, diese Klebefläche wird gleich mittig auf einen Kreis gesetzt. Dabei drücke ich die untere Seite zusammen. Nimm den Kleber und positioniere ihn auf den Kreis. So. Das mache ich rundherum. Ich hole mir mal das andere dazu. Das habe ich hier, wie man sieht, hier ist unten. Da habe ich jetzt 13 Röllchen aufgesetzt und diese mit Perlen beklebt. Anschließend wird das Teelicht aufgesetzt. Und der Kerzenhalter ist fertig. Wenn euch meine Bastelwerke gefallen, abonniert ihr am besten meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Bastelvideo von mir zu sehen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.